Wozu dienten Prozeduren? Prozeduren dienten dazu, den Befehlssatz des Hamsters zu erweitern. Das heißt, durch die Definition einer Prozedur konnte ein neuer Befehl definiert werden. Dieser Befehl kann wie die vier Grundbefehle des Hamsters aufgerufen werden. Und was letztendlich passiert ist, dass die Anweisung des Prozedurrumpfes der entsprechenden Prozeduren ausgeführt wurden. Wir haben jetzt aber in der letzten Unterrichtseinheit kennengelernt, dass der Hamster nicht nur die vier Grundbefehle kennt, sondern zusätzlich noch drei Testbefehle, die ihm bei der Auswertung von bestimmten Zuständen, Bedingungen nützlich sind. Ja, und analog stellt sich natürlich die Frage, wenn man mit Hilfe von Prozeduren neue Befehle definieren kann, ist es denn nicht auch möglich, mit Hilfe von irgendwelchen Sprachkonzepten neue Testbefehle zu definieren? Und genau das ist möglich. Genau dazu gibt es sogenannte boolesche Funktionen. Also Funktionen, oder besser gesagt, ja, oder höhere Prozeduren, die was tun, aber zusätzlich auch noch einen Wahrheitswert liefern, den man dann in einer bestimmten Situation nutzen kann. Die Testbefehle, die der Hamster kennt, sind vorn frei, Maul leer und Korn da. Und in bestimmten Situationen wäre es doch sehr hübsch, nicht nur diese drei Testbefehle nutzen zu können, sondern beispielsweise auch noch Testbefehle wie Mauer da, rechts frei, fünf Körner da oder links frei. Das heißt, diese Testbefehle, selbst definierten Testbefehle, sollte man überall dort einsetzen können, wo man auch die drei Grundtestbefehle des Hamsters einsetzen kann. So wie beispielsweise hier. Im Fall, dass links frei ist, soll der Hamster sich links umdrehen und nach vorne gehen. Hier möchte ich halt einen selbst definierten Testbefehl als boolschen Ausdruck der If-Anweisung nutzen können. Ja, und dazu gibt es boolsche Funktionen.